Spielern, auch wenn ich jetzt natürlich viel Text ist, der jetzt einfach gelesen werden muss. Später kommen dann auch wirklich richtig wichtige Story-Ereignisse, sind dann auch synchronisiert. Das heißt, da würde ich dann immer ein bisschen kurz die Klappe halten, dass ihr die doch sehr gute deutsche Synchro euch anhören dürft. So, unterm Baum des Sultans. Was dürfen wir denn für ihn tun? Scheinen wir eine Person finden zu müssen, wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Ja, natürlich werden wir ihnen helfen. Jetzt geht die Story logischerweise natürlich auch nicht weiter, also es bleibt nichts anderes übrig. Wir wollen das kleine alte Kind, so wie der aussieht, ja auch hier nicht so unverrichteter Dinge stehen lassen. So, und suchen wir einmal beim Baum des Sultans. Kakteenmulde dafür durchqueren. Komm, wir sprinten mal wieder ein bisschen. Der große Baum mit der Bombe des Sultans. Oh, die steckt. Da habe ich das Zeichen kurz aufploppen sehen. Da. So, eine Jahre. So, ihr könnt jetzt gerade an diesem goldenen Schein um der Person sehen. Das wird jetzt ein spezielles Ereignis sein. Für einen gewissen Level, der vorausgesetzt ist. Da werdet ihr auch dann in so eine kleine Instanz rein teleportiert, wo nur ihr denn drinne seid, keine anderen Spieler wie der hier zum Beispiel. Da sei so gesagt, falls ihr mit Freunden oder so in der Gruppe spielt, das müsst ihr alleine machen. Das heißt, ihr müsst für den Auftrag, müsst ihr die Gruppe erstmal auflösen. Genau, ein instanzierter Kampf. So, hier seht ihr den Kampf vom unteren Baum des Sultans. Beginnen, müssten wir mindestens Stufe 8 schon sein, falls eine höhere ist, werden wir aber auf Stufe 8 zurückgesetzt, also, sorry, nicht mindestens Stufe 8, sollten schon Stufe 8 sein, wenn wir Stufe 12 sind oder so, werden wir auf Stufe 8 zurückgesetzt. Wollen wir den starten? Natürlich machen wir das, weil jetzt kommt eine kleine Story-Sequenz, da werde ich jetzt auch mal ruhig sein, weil ich nicht weiß, ob die schon synchronisiert ist. Sasagan. Es betrübt mich so sehr, euch Kummer zu bereiten. Durch meinen Fehler ist der wertvollste aller Schätze verloren. Was schleicht ihr euch heran? Ah, Lilira, da seid ihr ja. Eure Spaziergänge sind äußerst leichtsinnig, euer Gnaden. Das soll nicht eure Sorge sein. Lasst mich alleine. Tut so, als hättet ihr mich nicht gesehen. Euer Gnaden, ihr wisst, dass ich das nicht kann. Hier ist es nicht sicher. Für niemanden. Ihr spürt doch, dass der Äther aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Begleitet mich zurück. Alle sorgen sich bereits um euch. Ah, und dich hat wohl Papaschan hier geschickt. Du siehst, es ist kein leichtes, Frauen von ihrem eigenen Besten zu überzeugen. Na, die Entlaufene ist jedenfalls gefunden. Kehren wir zu Papaschan zurück.
Ach, wenn ihr nur nicht so viele Verehrer hättet, Gnädigste. Bleibt in sicherer Deckung, euer Gnaden. Mach schon. Steh nicht rum. Zeig, was du drauf hast. So, schon geht's los. Das ist jetzt ein distanzierter Kampf. Ihr seht, seit damit einer halben Stunde. Die sind alle ein bisschen anspruchsvoller. Also es wird wohl auch bei dem so sein, ich weiß das gar nicht mehr so hundertprozentig, dass da ihr da noch ein paar extra Monster spawnen werden, die euch das Leben schwer machen. Zum Glück habt ihr hier sympathischen Fremden, der euch gerade was Heilung betrifft, ein bisschen noch unter die Arme greift. Also ich hoffe es zumindest. Zeit gegen die Lebensgrund geht das Monster ja doch recht gut runter. Ja, da sind wir, da kommen schon die nächsten Ads. Das heißt, die werde ich gleich mal einfach nehmen nach der Dreierkombo. Ein leichtes Mal aktivieren, ich habe jetzt einen Chakra auch noch in Reserve. Falls meine Lebenspunkte ein bisschen niedriger werden, aber die Monster fallen natürlich deutlich schneller als wir. Der Boss sozusagen. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal Boss. Genau, er sagt auch gerade, solange wir in seiner Nähe sind, heilt er uns. So, hier fangen wir jetzt auch mal an mit dem Sternenspiel, weil wir wollen ja auch den maximalen Schaden machen. Und ihr wisst ja, wahrer Schlag von hinten, Peitschenhieb von der Seite. Chakra zünden, den braucht er uns nicht zwingend heilen. Das war jetzt höher. Zack. Jetzt schnell von hinten. Falschnick von der Seite. Also auch der Faustkämpfer, so ist mir scheint, sehr viel Stellungsspiel. Gerade später dann im Gruppenkampf. Ich hoffe, ich stelle mich da nicht so blöd an und die Faustkämpfer-Experten verzeihen mir den einen oder anderen Fehler in der Spielweise des Faustkämpfers. Hör hin, fühl es, denk nach. Sieht schon cool aus mit dem Helm. Oder nicht? Was sagt ihr dazu? Lange dürfen wir den ja leider nicht mehr tragen. Da dürfen wir schon, aber er bringt uns dann nicht mehr diesen netten Routine-Bonus. Höre Heidelins Ruf. Die Welt ist davor, ins Chaos zu sinken. Finsternis breitet sich aus.
Sie droht zu ersticken, was hell ist und gut. Sie löscht aus, was lebt. Doch dein Licht strahlt hell. Du kannst die Vernichtung verhindern. Die Lichtkristalle bergen die Kraft, das Dunkel zu bannen. Du musst sie finden. Durch deine Taten offenbaren sie sich schon bald. Glaub daran, denn das Licht ruht in dir. Geh nun, mein Kind, und lasse die Welt in Glanz erstrahlen. Ah, wieder zurück? Was war das nur für eine Kreatur? Infernalische, Gesandte der Leere, Kreaturen aus dem Nichts. Sie haben viele Namen. Das also war so ein Wesen aus der ätherlosen Dimension. Wer solche Dämonen befehligt, ist kein einfacher Ganove. Hey du! Hast du dich erholt? Dass du nach dem Kampf einfach umkippst, na kein Wunder bei der Ätherkonzentration hier. Sag mal, hast du das öfters oder willst du mich verscheißern? Was für ein Kristall? Ah, jetzt verstehe ich. Da ist uns ja ein großer Fisch ins Netz gegangen. Entschuldigt mich. Ich muss Bericht erstatten. Auf Lilera kannst du jetzt aufpassen. Begleite sie zurück. Entschuldigung, aber falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich bin kein Kind. Sieht aber so aus. Nach Hause finde ich gerade noch alleine. Uiuiui, die Ladies. Was will man da machen? Dann gehen wir wohl auch. Wir sehen uns. Sicher, schon bald. Und versuch, nicht allzu häufig umzukippen. Der Typ, ey. Aber der ist schon sympathisch, wie die Beschreibung des Namens schon anschreibt. Ach, whatever. So, erledigt. Jetzt gehen wir einmal zurück zu Papa Schan. Seht, so eine Hauptstory-Ereignisse mit Synchro und allem drum und dran. Werdet bestimmt dann noch häufiger auf uns zukommen.
So, der Kampf war jetzt auch nicht so schwer, aber ich glaube, wir waren auch durch das westliche Tanalan doch schon gut hochgelevelt. Ich kann mir vorstellen, dass du hier vielleicht sogar erst mit Stufe 6 oder mit, schon mit Stufe 5 oder 6 da kommst und dann ist der Kampf bestimmt ein bisschen anspruchsvoller. Aber das dadurch, dass wir ja viele Quests machen. So, ein bisschen Nebenstory-Geplänkel noch. Und Admiregarde. So, mal schauen, was wir dafür kriegen. Sarkastischer Kerl, okay, so kann man es auch bezeichnen. Ah, sein Name scheint Tankred wohl zu sein, okay. Ja, war ja auch ganz witzig und nett, ja, eigentlich zu uns. Nur ein Haufen Erfahrungspunkte. Aber auch schon erscheinen. So, ich denke schon wieder eine Quest für uns. Ne, da ist der nächste. Und da ist eine Nebenquest aufgetaucht. Würde ich sagen. Ach komm, machen wir die mal zuerst. Je nachdem, wo die uns hinführt. Der Planet Heidelin. Von saftigem Grün bewachsen und vom Urkristall beseelt. Ihm verdanken alle Wesen die schier unendliche Fülle an Gaben der Natur. Im Westen des größten Kontinents liegt Eorzea, das von den Göttern geliebte Land. Neu ist die Welt auch für diesen Abenteurer. Das Glück sei mit ihm. Thank you.